Machen Sie mehr aus Ihrem Wissen. Ein Fachmann, so formulierte es einmal Werner Heisenberg, ist ein Mann, der einige der größten Fehler kennt, die man in dem betreffenden Fach machen kann und sie deshalb zu vermeiden versteht. Doch sind es auch die Leute, die, um als Experten weiterhin bestehen zu können, sich vehement verweigern, wenn es darum geht, etwas hinzuzulernen? Mitnichten. Es sind Leute mit einem Supermikroskop für ihr erworbenes und vertieftes Spezialgebiet. Andererseits aber ist der richtige Fachmann derjenige, der es schafft, die Scheuklappen für andere Themenbereiche abzulegen, um sein Wissen effektiv zu nutzen und sich zugleich des gesunden Menschenverstandes bedienen kann. Dabei zeichnet er sich aus, indem er, der wirkliche Spezialist, sich als Querdenker und Vorausdenker beweist, dadurch, dass er sein Wissen zielorientiert anwendet. Zielorientiert. Für seinen Erfolg. Und wie steht es mit Ihnen? Denken Sie daran. Fachwissen ist das, was Ihnen am leichtesten zugänglich ist. Es liegt quasi auf der Straße, auf dem Weg, Ihrem Berufsweg. Und davon können Sie sich so viel aneignen, wie Sie wollen. Doch tun Sie es auch? Sind Sie sich dessen bewusst, dass Ihre Einsichten in Ihrem Spezialgebiet nur zu einem Bruchteil, vielleicht zu 10-15% genutzt werden, dass Sie andererseits einen großen Teil dieses Wissens brachliegen lassen? Es gibt Zeitgenossen, die schaffen es, abends um 5 Uhr den Griffel fallen zu lassen, das Fachwerkzeug an die Seite zu legen und am nächsten Morgen erst wieder mit derselben Fragestellung fortzufahren. Diesen Menschen fehlt der Wille und die Besessenheit, mehr aus ihrem Wissen zu machen, es für sich nutzbringend anzuwenden. Ein tolles Beispiel für den Mehrwert, den das zielorientierte Fachwissen bringen kann, lieferte bei einem großen Wärmetechnik-Spezialisten eine langjährige Mitarbeiterin, die es mit einem einzigen Verbesserungsvorschlag zur Millionärin brachte und heute nur noch aus Spaß in ihrem Job arbeitet. Denn Mut ist letztlich der entscheidende Sieg der Ungeduld über die abwartende und zögerliche Vernunft. Und mutig sein erfordert unbequeme Entscheidungen gegen den Trott des Alltags. Ihre Entscheidung.